Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Wir machen natürlich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das war ja. So, was haben wir denn für Missionen? Wir gehen mal wieder auf Wildschweine heute eine Runde. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wo sind wir eigentlich? Ich möchte irgendwo an einem Fluss entlang spazieren, ob es da Wildschweine gibt. Dann gehen wir eine Runde nach Osten, weil da ist ja ach, ich glaube schon wieder Unsinn. Nach Westen, weil da ist ja der See. Und da werden wir dann mal versuchen, ein paar Wildschweine zu finden. Würde ich sagen. Ob wir was finden, keine Ahnung, werden wir auch sehen. Das werden wir gleich gewahr werden. Ja, es ist immer am Anfang, ne? Es sollen immer in der Nähe Spuren sein. Aber wenn es keine Wildschweinspuren sind, will ich nicht. Nein, natürlich werden wir alle schießen, was uns über den Weg läuft. Ist doch klar. Entschuldigung, ich muss ein bisschen Krach machen. Also ich habe noch kein Tier gehört, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich habe noch keins gehört. Geschweige denn gesehen. Aber das soll schon klappen gleich. Vertippt hier. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob wir mal hier hochlatschen sollten, ob hier Wildschweine rum oxidieren. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Wir werden es gleich sehen. Irgendwann muss sich ja mal ein Tier melden. Und irgendwann wird sich auch mal ein Tier melden. Ja, an diesem schönen Sonntagmorgen gehen wir eine Runde spazieren hier, ne? Ich wollte gerade sagen, ich kann auch irgendwie machen, dass ich nichts in der Hand halte. Das war mit K, mit H, Entschuldigung. H wie Hosenscheißer.
Oder Harvey Hunter. So, gucken wir mal hier in der Nähe des Wassers, ob wir da irgendwas Tierartiges entdecken. Das war auch scheiße, ist Laubwald, ne? Nadelwald wäre schon schöner. Hätte natürlich wieder hier rüber gehen können. Wie ist auch Mittagszeit, ne? Sind die meisten Tiere hier gar nicht mehr unterwegs. Machen sie irgendwo Haiabubu. Leider Gottes. Ja, viele Tiere sind immer wenig, ne? Aber hier gibt's doch Wildschweine, oder? Ach, weißt du was, wir gehen ganz Richtung Osten. Und dann soll irgendwann schon mal was kommen hier. Das wäre doch gelacht. Irgendwann muss ja was kommen. I hope so. La la la. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Aber ist ja erstmal nicht so wild, ne? Wenn wir nichts hören, kommt auch nichts Böses. Aber ein bisschen was brauchen wir, ja? Nach Möglichkeit Wildschweine. Hätte ich mir jetzt so am liebsten gewünscht. Ne, wir gehen jetzt querfeldein. Und dann gucken wir mal, ob wir welche finden. Ich habe noch nichts gehört, nichts gesehen, nicht mal eine Spur. Ist auch scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Jetzt sind wir im Schönfelder Stroh. Dann gucken wir mal, ob wir ein bis zwei Tiere erlegen können. Am allerschönsten wäre natürlich, wenn wir eine Horde Wildschweine sehen würden. Die wir dann nachher nach und nach verfolgen. Aber echt hier noch nicht mal einen Ruf, nicht eine Spur, nix. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig, wenn ich ehrlich bin. Aha, da haben wir noch die erste Spur. Kaum meckern war, ne? Bestimmt wieder Fuchs gewesen. Den Reh ist da lang getapert, kommen wir quasi her.
Na, wir wissen auf jeden Fall, dass die Spuren aktiv sind. Ne, ich dachte wieder, es ist ja irgendein Bug, wo ich nichts sehe. Wo wir wieder keine Spuren und nichts haben. Aber es ist zum Glück dieses Mal nicht so. Und dann hoffen wir gleich mal, dass wir jetzt endlich mal Wildschweine sehen. Wir brauchen noch 3 Wildsäue. 3. Und so ein Call wäre auch nicht schlimm, wenn einer reinkommen würde, ne? Na, wir laufen hier ein bisschen übers Feld und Felder. Na gut, hier ist ja gerade im Moment auch ein bisschen Jagddruck, wo ich gerade bin. Was aber nicht heißt, dass wir hier nichts finden. So, jetzt haben wir mal über die Felder. In der Hoffnung, dann etwas zu sehen. Oder auch zu... Ah, es kommt wieder Regen. Ey, wie ich das hasse. In diesem Spiel. Ich glaube, das Spiel besteht zu 120% aus Regen. Mann. Aber nützt ja nichts. Müssen wir durch, ne? Dann müssen wir wohl durch. Was kommt denn für einen Schlaf? Reh, Rotfuchs, Dammhirsch, Wildschwein. Bis 15.30 Uhr. Dann gehen wir nach Südosten. Durch, vielleicht sind sie ja da und machen gerade Siesta. Aber sieht schlecht aus im Moment, Lisa. Ja, wenigstens ein paar Spuren hier, wenigstens etwas. Kleines Lebenszeichen, aber ach, die Menge ist es ja auch nicht, ne? So machen wir wieder schön mit dem Wind laufen, wie sich gehört. Zack da, Entschuldigung. Sehr alt. Dann brauche ich der Spur nicht hinterher tapern, wenn es sehr alt ist. Wahrscheinlich Ewigkeiten, bis wir es dann gefunden haben. Aber ist ja egal, wir rennen erstmal und hoffen, dass wir Wildschweine finden. Den Hunter Mate brauchen wir jetzt nicht mehr zwingend. Im Hunter Classic braucht sie noch, um Spuren zu aktivieren. Oh, wir haben noch keinen Call, nichts gekriegt, der ist so abartig. Ah, hier müssen wir jetzt mal Richtung Osten wandern. Ja, das kam uns ja auch entgegen, das Reh. Gesehen haben wir es zwar nicht, aber es kam uns entgegen. Naja. Um ehrlich zu sein, haben wir noch gar nichts gesehen, also überhaupt nichts. Nur Spuren, noch kein Tier gesehen.
Aber nichtsdestotrotz. Brauchen wir über kurz oder lang. Noch drei schöne, dicke, fette Wildschweinchen. Die sich von uns den Arsch versohlen lassen. Oh, da unten steht was. Sehr leicht. Gucken, ob wir mal rangekollt kriegen, ein bisschen, dass wir vielleicht ein Foto machen können. Wir haben ja irgendwo, glaube ich, auch noch eine dumpige Foto-Mission. Und das wäre ja auch nicht so verkehrt, wenn wir jetzt machen könnten, ne? Kommt er auf uns zu oder haut er wieder ab? Oh, sehr schön, kommt noch zu 300 Meter oder was? Ja, da rennt er wieder im Kreis. Moin, Flottenadmiral, ich grüße dich recht herzlich. Auch schon aus den Federn gefallen. Na, ich hoffe, dass der für die Mission reicht. Das weiß ich ja jetzt nicht. Ansonsten werden wir ihn gleich schießen, wenn er nicht kommen will. Ah, die rennen immer noch im Kreis. Sind die immer noch verbuggt oder was ist das? Also Krach machen wir kaum. Außer halt hier mit unserer Geweihrassel. Ach so. Muss noch eine Kirche quasi. Stimmt, heute ist der Palmsonntag, ne? Ah, weit rennt er nicht. Kerle, ist aber auch schusshart, das Teil. Manomede. Oh, der war wirklich schlecht. Ich dachte, ich hätte ihm schön in die Brust geschossen. Wahrscheinlich. Ah, jetzt ist er umgefallen. Jetzt ist er umgefallen, zum Glück. Kacken konnte er noch. Hier war einfach nur eine Fleischwunde, ne? Für die Fotomission hat er scheinbar nicht gereicht. Ist auch mit dem
Fernrohr drauf ist das auch schon eine Kunst hier. Das ist ja, wenn da richtig ranzoomst, dann zitterst du ja wie noch was. Da kann wohl sein umgefallen. Liegen tut das, hat sich rot gefärbt, also liegt er auch. Ja, guten Morgen, Andrea. So, wo haben wir jetzt das Schwein, das den Hirsch? Ja, allzu weit kann er nicht mehr liegen, ne? Ja, guten Morgen, Andrea. Auch schon wach. Ach, hier hat er nochmal Blut verloren. Wie ist er hergetapert? Nee, ich renne gerade hinter den ersten Hirsch her, den ich angeschossen habe. Da vorne liegt er ja. Also war wieder ein Kunstschuss, so dass er nicht sofort liegen wollte. Ja, aufstehen muss man irgendwann, das stimmt. Ah, ich habe auch die falsche Waffe genommen. Naja. So, jetzt gucken wir, ob wir Wildschweine finden. Nee, hast noch nicht allzu viel verpasst. Ich muss auch gucken, wie lange ich streame heute, weil ich habe ein bisschen, wie sagt man so schön, ich habe es ein bisschen am Wanste. Deswegen muss ich gucken, wie lange wir machen. Da unten wollte ich hin, das Bedürfnisgebiet für Wildschweine. Vielleicht. Kommen wir uns ja welche bis dahin, laufen uns ja welche bis dahin beim Weg. Wir haben auch noch kein Call bekommen, außer von dem Hirsch, den wir eh schon entdeckt hatten vorhin. Den habe ich auch fotografiert, aber scheint für die Fotomission nicht geeignet gewesen zu sein. Danke. So, da läuft ein Hase. Hase wollen wir immer noch nicht. So, hier hinten sollte gleich irgendwann das Bedürfnisgebiet für die Wildschweine kommen. Vielleicht haben wir ja Glück und sie liegen da. Dann können wir uns schön drei Stück aus der Rotte rauspicken, die wir nach und nach ja, das ist ja gut mit der Hirschrasse, dass man sich die holen kann, ne? Die Weibchen reagieren auf jeden Fall gut drauf, finde ich. Nur die Männchen lassen sich ja wie immer mehrmals bitten.
Ja, ich habe den Hirsch gerade auch mit der falschen Waffe erlegt, glaube ich. Ich habe mit der 270er gepflückt und das hätte ich glaube ich nicht machen dürfen. Ja, die Herren sind immer skeptischer. Sie sind auch nicht so neugierig wie die Damen, ne? Frauen sind doch immer angeblich neugierig. Deswegen gehen die Keule auf die Weibchen besser als auf die Männchen. Da müssen wir jetzt mal einen Berg hoch. Hätten sich die Wildschweine nicht irgendwo schön mitten aufs Feld legen können? Ja, für schwarz und weiß wie Hirsche kann ich 270er auch nehmen, aber ach, die gibt es hier in Hirschfällen nicht. Und ich wollte ja die ganzen sämtliche Cola erst haben, bevor ich nach Nordamerika wechsle und das dauert halt noch ein bisschen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, mir fehlt auf jeden Fall noch der Rothirsch-Cola, den brauche ich ja für hier unten nicht, für Amerika, das ist klar. Für die andere Map. So, hier haben wohl keine Wildschweine geschlafen. Oh, aber Spuren sehen wir hier mal. Ach, komm hier. Ach. Mensch, Andrea, kaum bist du da. Wieder Füchse. Traben, Wildschweinspuren. Wir verfolgen wohl einfach mal die Wildschweinspur, würde ich sagen, oder? Es waren auf jeden Fall mehrere. Genau. So habe ich jetzt auch gedacht, ich besorge mir erst die Caller sämtliche für die zweite Map, dann brauche ich da nicht mich damit nicht schon aufhalten, sondern kann direkt schießen, was mir über den Weg läuft. So, jetzt gucken wir mal, wie lange das her ist, dass sie hierher gerannt sind. Sehr alt. Ach, sehr alt ist nicht gut, ne? Sehr alt ist nicht gut. Ist der Hauch hier wahrscheinlich auch sehr alt. Oh, ich habe einen Call reingekriegt und ich weiß nicht wovon. Ach, das ist Fuchslosung. Ne, Fuchs wollen wir nicht, mal Wildschwein. Genau, der Fuchs nervt uns auch schon wieder. Ist ja schon Standard bei dem, ne? Ja, die Spuren sind auch nicht wieder weg irgendwie, ne? Leider. Nee, alle Caller nicht, aber du brauchst ja auch nicht alle für da, wo du bist. Weil den Dammhirsch und Rothirsch gibt es ja, glaube ich, in auf der anderen Map, glaube ich, nicht. Den Fuchs gibt es ja nicht, dafür hast du dann den muss ich lügen, Kojoten und den Bären. Caller. Das war ein Busch.
Wildschweine gibt es in Nordamerika, glaube ich, auch nicht. Auf der Map weiß ich gar nicht. Ja, Schwarzwedel, Weißwedel brauchst du, Elch brauchst du dann. Bär, Fuchs. Das weiß ich nicht, Andrea. Das habe ich auch noch nicht großartig getestet, weil ich ja meistens hier bin. Ja, die Wildschweinspuren haben wir verloren, ne? Ah, vielleicht sehen wir gleich eins. Wir könnten jetzt eigentlich auch südlich gehen, Richtung dem Ausrufezeichen. Guck mal, was das ist. Da haben wir ja schon. Das ist ein Fragezeichen, richtig? Richtig. Konnte ich mir meine Frage selbst beantworten. Ja, genau, auf der anderen Map ist ja Kojote und kein Fuchs. Und ich weiß nicht, ob die Caller hören sich zwar gleich an, aber sind wohl verschiedene. Gehen wir hier mal auf die Strohfelder, irgendwo wieder schon was rumlaufen. Denke ich mal. Ja, das Wetter ist auch wieder schön. Wie so oft bei diesem Spiel, unheimlich schönes Wetter. Aber nützt ja nichts, ne? Auch da müssen wir durch. Ja, muss man viel Geld zusammen schaufeln. Deswegen sind die, Entschuldigung, die Füchse ja gar nicht mal so uncool, weil die ja 1000 Geld geben pro Tier, so roundabout, um die 1000 rum. Aber dafür lassen sie sich auch beschissen schießen. Nee, bei uns ist noch kein Sonnenschein, wir haben Nebel. Aber alles besser als wie das Wetter hier. Doch, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Hier nebenbei gucke ich auch noch Formel 1. Das heißt, Männer sind nicht multitaskingfähig, ne? Quatsch. Natürlich. Wenn sie wollen. Dann hier Scheune. Okay. Aber Schweine gibt es hier unten auch, oder? Ja. Aber jetzt mal ehrlich, guck mal, wie wenig Calls ich bekomme. Ich bekomme ja gar nichts rein. Naja, ansonsten wechseln wir gleich mal die... die Region und ja, ansonsten wechseln wir gleich um die Region und stellen schon mal die Uhr wieder auf frühen Morgen.
Füchse. Füchse kriegen wir, ne? Ja, das ist richtig, dass sie lieber die Maisfelder lieben, die Wildschweine. Aber hier unten gibt es auch welche, meine ich, jedenfalls. Oh, jetzt donnert's. Aber hier sieht man sie besser, deswegen bin ich hier unten. Ansonsten gehen wir gleich wieder Richtung Wisente. Und gucken, ob wir da Wildschweine finden. Weil hier ist ja gar nichts außer Füchse. Oh, Füchse sind langweilig. Also was ist langweilig? Langweilig nicht, aber hier eben. Im Laubwald. Wenn jetzt wieder so ein Fuchs schön brav sitzen würde wie neulich. Auf über 200 Meter Entfernung. So, Andrea, den versuchen wir jetzt. Er darf nicht näher kommen. Der liegt. Ja. Aber wir gehen ja hier tagsüber zu den Wisenten. So, meinst du, es waren 200 Meter? Ich denke nicht, ne? Wir werden es sehen. Ne, ach, das war gar nicht 200 Meter. Dazu war er, glaube ich, zu nah. Und ich glaube auch nicht, dass 200 Meter waren, aber wenigstens liegt er. Das müssen wir nur noch finden. Da vorne. So, hier den Schlafplatz, den natürlich jetzt mal ein. Und dann gehen wir in die Richtung, wie der Fuchs auch genommen hat. Und dann finden wir ihn gleich vielleicht. Ja, die Losung hat man ja schon. Da hinten liegt er. Er hat nochmal geschissen. Hier dann nochmal geschissen. ...187 Meter. Aber er ist tot und wir nehmen natürlich das Geld dankend an. Nachdem wir ja das eine Mal teure Fernrohr gekauft haben. Ach, dieser Nebel hier fuckt mich wieder ab. Warte, wo habe ich denn gestern noch Wildschweine gefunden?
Entweder hier oder hier. Irgendwo hatte ich Wildschweine gefunden. Wiesent, Dammhirsch, Reh, Reh, Rotfuchs, Reh, Rotfuchs, Rotfuchs. Er wollte mich verarschen. Ich habe da gestern irgendwo hier Dammhirsche gesehen. Wildschweine. Naja. Ja, haben uns wieder 13 Meter gefehlt bis zum 200 Meter Schuss auf Fuchs. Ist auch scheiße, ne, mit dem Fuchs. Den zu kriegen. Ein Fuchs auf 200 Meter. Kann man Vögel erschießen? Testen wir jetzt erstmal, ob Vögel erschießen kann. Ob wir da was von haben, ja, auf Vögel schießen. Ja, weiß ich nicht, ob das gebracht hat. Ach, natürlich, mit dem richtigen Fernrohr sind auch getroffen. Ich konnte mich halt nur nicht hocken oder legen, weil die Kuppe im Weg war. Deshalb musste der Fuchs im Stehen schießen. Das war ein bisschen kriminell. Aber hat ja geklappt. Zum Glück. Ja, zwei Tiere haben wir schon. Also ich weiß nicht, wenn ich anderen Leuten zusehe beim bei der Hand da, die, da kommen die Viecher angerannt und sagen, hier, erschieß mich und ich muss immer auf die Suche, weißt du. Ich muss immer hier im Wolf laufen. Ja, von oben haben wir schön guck auf die Felder da unten. Aha. Nee, ganz kann man Vögel noch nicht erschießen. Man kriegt auf jeden Fall nichts für. Hasen kannst du ja auch erschießen, kriegt man auch nichts für. Und Eichhörnchen. Man hätte sein können, dass er dann auch da liegen bleibt. So, gucken wir uns mal die Wildschweinkacke an, wie lange das her ist, dass die hier waren. Da ist der nächste Fuchs. Und wieder sehr alt. Ja, ich habe immer nur Fuchscalls und das ist doch unerhört. Vor allem wird man da ungeduldig und neigt zum Rennen, was ja am noch am schädlichsten ist hier bei dem Spiel, ne? Wenn du rennst. Das Doofe ist ja, ich habe ja gar nichts hier außer Füchse und ganz alte Wildschwein. Hinterlassenschaften. Das ist das Pläde. Oh, hier nix.
bei anderen Leuten wie 70.348 Viech herumrennen. Bei uns nicht. So, wir reisen mal schnell hier hin. Gucken, was da los ist. Wahrscheinlich auch nicht viel mehr. So, machen wir direkt auf frühen Morgen. €250 Geld die Nacht, ey, Halsabschneider. Ja, mache ich jetzt auch. Hier auch komplett anderes Gebiet. Ich weiß mir nicht ganz aus dem Kopf, wo die mal rumtouren, die Wildschweine. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal so. Und vor allem ist hier Nadelwald. Nadelwald hat man ein bisschen besseren Guck. Zum Glück. Wenn wir schon keine Wildschweine finden, dann wenigstens Wiesente oder sowas. Dass es übernachten teurer wird, oder was meinst du? Nee, ich finde es gut, dass es nicht teurer wird, das Übernachten. Sonst hätten wir nachts auf Wiesente gehen sollen. Gehen müssen. Und ich habe gehört, manche Leute haben Angst, nachts auf Wiesente zu jagen. Gehen wir zum Hochsitz, gucken wir den Hochsitz runter, deswegen heißt der Hochsitz. Wenn man runter gucken kann. Das fand ich beim Classic auch besser, dass man sich auch suchen konnte, wo der Hochsitz steht. Ne? Man musste sich zwar kaufen. Muss man hier ja auch für Ingame-Geld. Aber man konnte so hinpflanzen, wo man wollte. Ja, du kannst die Übernachtung nicht für Fortgeschrittene teurer machen. Du. Im Hotel sind die Betten ja auch nicht für alte Leute teurer als für junge Hüpper. Obwohl, ist eigentlich, ist ja ein Spiel, ne? Da ist ja alles anders. Na, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, da brauche ich auch nicht im Hochsitz. Oh, ich sehe doch was. Ich sehe Muckus. Wo ist denn der Bulle? Das ist der Bulle. Da hinten sind auch. Rinder. Wenn schon kein Wildschwein, dann wenigstens eine Kuh. Ach, ich stehe im Wind, ne? Na, bist du beleidigt oder geht's? Oh, geht. So, den haben wir erlegt.
Bulle wäre mir etwas lieber gewesen. Aber wir sammeln erstmal die Kuh auf. Na, gucken wir mal. Ja, jetzt geht's los. Ich möchte frohe Tiere sehen, ne? Ich glaube, so schlecht scheint der Onschuss gar nicht gewesen zu sein. Dann wäre es hier weitergelaufen als 3,50 Meter. Und hätte auch... Wir hätten sie da suchen dürfen. Da liegt's. Die arme Kuh. Lungenflügel links. Effizienz 88. Naja. Wir latschen mal hinterher. Tausend Kilo Wiesensfleisch wäre, glaube ich, einfacher als 1000 Kilo Wildschweinfleisch. Ja, für Wiesente ist die 338 gar nicht mal so übel. Ist die 338, die ich genommen habe. Ach, da rennen sie. Ja, die stehen ja genau im Wind, das ist das Problem. Das ist das Problem, dass sie genau im Wind stehen. Und ich habe keinen Geruchsreduzierer dabei. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, wir sind doch noch gar nicht an der Schlucht. Und wir haben eine andere Richtung, Richtung Schlucht. Vielleicht da ein paar Schweinchen. Von der anderen Seite anpirschen. Das Fragezeichen hätte ich mir gerne, ne? Aber da müsste ich ja einmal hier rumlatschen. Gucken, vielleicht machen wir es jetzt mal. Auf jeden Fall war der Schuss gerade gar nicht mal so übel, ne? Ich verstehe gar nicht, warum sie sofort umgefallen ist. Er ist 3 Meter gegangen. Und dann ist umgefallen. Besser als... Moin Tod oder der Tod. Ja, lässt sich bestimmt mal einrichten, aber heute ist ein bisschen... schlecht, da ich... um es schön zu sagen, Wanstrammeln habt. Ich habe eine kleine Magen-Darm-Grippe und da bin ich sowieso ein bisschen unkonzentrierter, aber ansonsten gerne, das habe ich neulich auch schon mal gesagt, können wir gerne mal machen. Deswegen habe ich vorhin schon auch gesagt, dass ich noch nicht weiß, wie lange der Stream geht. Weil ich ja halt auf dem Sprung bin immer. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Müssen wir wieder hochkommen. Oh, ein Artefakt. Oh, ein Artefakt. Auch ein Sanitäterhelm. Ich
habe schon lange keine Artefakte mehr gesammelt. Außer das eine, das der Hawk mir gezeigt hat. Das wäre voll cool, wenn wir jetzt hier in der Schlucht eine Wildschweinrotte begegnen würden. Weit weg könnte sie ja nicht, ne? Ja, das glaube ich, dass das super hilft, aber mit Tee habe ich es nicht so. Cola und Salzstangen soll ja auch helfen. Wir haben nur keine Salzstangen da. Und Cola ist auch fast alle. So, hier ist ein Point of Interest. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und dann tapern wir wieder aus der Schlucht raus. Würde ich sagen, mal hinten geht's wieder bergauf. Ja. Ja, wenn hier jetzt Wildschweine wären, das hätte Stil gehabt, ne? Weit weg können sie nicht. Schön in die Ecke gedrängt und eins nach dem anderen weggepflückt. Ja. Andrea, der Hawk ist jetzt auch da. Moin, Hawk. Ist eigentlich das Bild schöner geworden für euch oder habe ich meine Einstellung nicht gespeichert? Ich muss das mal nachher ansehen. So, wo hängt's denn hier? Das ist gut, danke. Gut zu wissen. Weil ich hab's jetzt endlich mal auf die Reihe gekriegt, mir ein Kabel zu holen. LAN-Kabel. Damit man nicht immer über WLAN streamen müssen, was eigentlich auch Schwachsinn ist, ne?
Und ich konnte meinen Upload mal eben vervierfachen. Deswegen soll es eigentlich besser aussehen, hoffe ich. Oh, wie lange dauert das denn, bis wir aus dieser scheiß Schlucht raus sind? Aber hier unten sehen wir ja auch keine Tiere drin. Ach, was herrlich. Komm, mach mal ein Foto von. Würde ich sagen, oder? Huch. Wunderschön. Ja, Federer, krass. Finde ich genauso. Wenn mir das jetzt noch ins Deutsch übersetzen könnte, würde ich vielleicht sogar antworten. Weil Kyrillisch ist nicht so meins. Wie du vielleicht hörst, dann würde ich ja Russisch reden. Ja, Hawk, ich habe gerade hier das Fragezeichen und den Point of Interest habe ich mir geholt. Von dem Point of Interest und ein Artefaktlach hier. Ein Soldatenhelm, ein Sanitäter-Soldatenhelm. Bis mal alle Artefakte. Ach, scheiß Hasen. Bis man alle Artefakte hat, dauert wahrscheinlich auch 70 Jahre hier. Ich habe glaube ich erst 4 oder 5 rein zufällig gefunden. Na, was ist hier denn hergelaufen? Aha. Ein Wiesent. Wir wurden angerülpst. Pass auf, gleich kommt so um die Ecke geschossen und wenigstens um das Teil. Das wäre übrigens nicht nett, wenn es das machen würde, ne? Weil so ein Wiesent macht doch ordentlich Party. Und die Hörner altern unheimlich schlecht raus. Aber jetzt habe ich wenigstens keinen Wind mehr. Also schon Wind, aber nicht mehr in unsere Richtung, der mit uns zieht. Sondern Gegenwind. Und gegen Sonne haben wir auch. Ich muss nur gucken, wo die Muku ist. Tut, 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 Muku, wo bist du? Wir hätten uns ja auch mal an die Fotomission für Dings ranwagen können, aber eigentlich will sie ja noch einen Hirsch haben vorher, ne? Oh, da ist er. Na, Dicker, wie heißt du? Huh.
Na komm. Na, bist beleidigt? Ja, laut der Schweißlache war es ein tödlicher Treffer. Wir machen mal das Fernrohr ab, nicht dass er uns, nicht dass er gleich zurückkommt. Ja, tödlicher Treffer, gerade eben. Da vorne liegt er auch schon. Puh. Der sah nämlich unheimlich sauer aus, hatte ich fast Angst vor. Aber ist ja egal, er liegt. Genau deswegen habe ich das Fernrohr abgemacht. Falls er zurückkommt, dass ich dann nicht hier so zielen muss, sondern einfach die schnelle Art und Weise nehmen kann, ne? Ah, die Viecher hören sich voll gruselig an, oder? Kann einer von euch Kyrillisch übersetzen und mir erzählen, was da steht? Im Chat? Ach. Ja, aber irgendwie seit dem letzten Patch hatte ich das gar nicht mehr großartig, dass mir, dass die Wiesente zurückgekommen sind und mich in den Arsch treten wollten. Also toi toi toi. Aber mittlerweile rennen sie weg, und das war vor dem Patch nicht so, sind sie nicht weggerannt. Sondern sind einfach stehen geblieben. Laut Google will ein Bild von mir sehen und eine Übersetzung. Warum soll ich denn in Russisch übersetzen? Ich bin Deutscher, brauche ich kein Russisch reden. Und wenn ich persönlich, ganz ehrlich bin, ich schaue lieber Streams ohne Facecam dabei. Aber das ist ja wieder mein Ding, was ich lieber mag, ne? Außerdem tun die Kopfhörer nichts für mich. Hat er geschrieben, Schatzi, schick mir ein Foto. Ach man. Da muss ich doch wieder Player Unknowns Battleground spielen, da kannst du Russisch lernen. Die Schimpfworte wenigstens. Innerhalb kürzester Zeit hat man sie da drin. So, wo ist das Rehlein? Oh, da hinten sind... Da hinten sind die Wiesente. Genau, CSGO ist das gleiche in grün. Da lernst du es genauso schnell. Ja, das stimmt. Das ist mit ein Grund, warum ich kein CSGO spiele. Und der andere Grund ist, dass dass das Aiming so unheimlich toll ist, ne? Dass aufs Knie zielen muss, um einen Headshot zu geben. Ob es mittlerweile besser verbessert wurde, weiß ich nicht, aber... Naja. So, Andrea, die Wiesente kommen wieder. Hast du schon Angst? Hawk, Andrea hat nämlich immer Angst vor Wiesenten. Sie hat gesagt, sie möchte keine Wiesente jagen.
Aber die Missionen sehen es ja vor. Ja, jetzt gerade im Moment zwar nicht, aber trotzdem. Ja, haben sie geändert. Das ist schon mal gut. Ach, aber trotzdem ist das. So eine Sache. Ah, den Hochsitz könnte man vielleicht sogar aufstellen. Aber ich spare ja lieber mein Geld. Hork, ich finde übrigens keine Wildschweine. Den ganzen Tag schon keins gefunden, deswegen bin ich mal wieder hier. Habe ich gedacht, Mensch, keine Wildschweine, wenigstens Wisente. Weil ich war gerade unten beim Stroh und da kam nichts. Also gar nichts. Einen Hirsch und einen Fuchs ist das Einzige, was ich gesehen und gehört habe. Da kam nicht mal Calls. Ihr Tier, wie muss jetzt eigentlich laufen? Ja, und wieder Regen. Und wieder Regen. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, wie meine Formel 1 gewonnen hat, aber wie es aussah, war es Hamilton. Siehst du, jetzt verstehst du mein Problem, ne? Ist zwar hilfreich, dass du mal sagst, da sind. Ja, Hamilton vor Vettel, ja. Ich hab's nämlich nebenbei laufen, aber ich kann ja nicht mehr hingucken. Danke. Ah, dann nehmen wir noch einen Rehbock. Ist mal eine willkommene Abwechslung, so ein Rehbock. Das ist ja mein Problem. Ich finde ja auch keine Wildschweine. Als ich hier war und habe die Wiesent-Mission gemacht, hat es hier im Rinderland vor Wildschwein gewimmelt. Oder unten bei dem Stroh. Und jetzt finde ich keine Wildschweine mehr. Selbst mit deinem Adlerauge ist es schon schwer, welche zu finden. Jo, jetzt sehe ich es. Da hüpft der Hamilton rum. Ich finde ihn trotzdem unsympathisch und ein bisschen eingebildet, aber sind sie wohl alle. Oh, Hamilton geht zum Vettel, um zu gratulieren. Das hätte aber Rosberg nie gemacht. Ja, ich glaube auch, dass man das sein muss als F1-Fahrer. Ey, komm, verarsch mich nicht. Ach, Mann. Ich wollte doch nicht mehr von vorne auf... Ach, das ist aber ein tödlicher Treffer. Ich wollte doch nicht mehr von vorne auf Tiere schießen. Jetzt ist ja das, was ich dir gesagt habe. Wenn du irgendwas anderes suchst, da rennen der Wildschweine über einen Haufen wie sonst was. Oder haufenweise Wildschweine über den Weg, so rum. Und kaum musst du Wildschweine jagen, findest du keine mehr. Was bei allen Tieren hier irgendwie so. Oh, ein Goldreh. Ein Goldrehbock. Hat sich doch mal wieder gelohnt.
Morgen, Mightcore. Ich grüße dich recht herzlich. Jo, danke. Da scheint noch ein Rehbock irgendwo zu sitzen. Auf den warten wir jetzt auch noch. Wenn schon keine Wildschweine, nehmen wir wegen Rehböcke. Oder was? Es geht relativ. Da ist ein Rickel. Aber der Bock wäre mir lieber, wenn der kommen würde. Es geht relativ. Hab ein bisschen Magen und Darm. Deswegen kann es so sein, dass ich zwischendurch mal verschwunden bin oder noch schlimmer den Chat abbreche. Aber bis jetzt geht's. Und selbst. Ach, den Chat, den Stream abbreche, meine ich natürlich. Ja, wir wissen, dass du da bist, Reh. Aber ich will den Reh Bock haben. Alles halb so wild. Bis ich 100 bin, ist es wieder weg. Na, wenigstens kommt die Ricke. Oh, ich hasse das, wenn die loslaufen, wenn man gerade schießen will, ne? Ach, naja. Wir callen sie einfach mal zurück. Ja, wir haben noch Nebel hier. Oder... Ah, trüb auf jeden Fall. Also wenn du zum Edersee fahren willst, will ich noch ein bisschen warten an deiner Stelle. Mit Motorrad fahren. Ah, jetzt ist umgefallen. Das gibt eine lange Suche. Aber haben wir Zeit, ne? Uns hetzt da keiner. Nee, es geht. Mittlerweile geht's. Ist halt noch trüb und ich habe hier so ein Halbkellerfenster, wo ich sitze in meinem Kabuff. Deswegen sehe ich es gerade nicht so gut, aber sieht besser aus als vorhin. Aber hast du ja morgens oft hier, allein schon durch die Feuchtigkeit, die hier unten herrscht, ne? Ja, guck, was ich hell sehen kann. Ich kann sogar hell sehen, dass du zum Edersee fahren wolltest. Hör mal, das bietet dir kein anderer. Jo, Fuchs, ist gut. Ach, da unten liegt es. Hier, Hawk, ich hatte vorhin auch wieder einen Fuchs. 180 Meter wieder. Es ist zum Mäusemelken. So ein 200 Meter Fuchs will ich aber nicht haben. Ja, ja, Bielefeld sagt einem doch was. Ja, fahrt schön sinnig, ne? Das ist lieb, danke. Vater über Winterberg oder wie Vater? Ja, recht herzlichen Dank dafür.
Nee, ich denke mal nicht, dass du über Winterberg fahrt, oder? Durch Sauerland. Fahrt er wahrscheinlich über Kassel nachher, oder was? Weil ich bin ja eigentlich auch Westfalen, ne? Ich muss ja nur der Liebe wegen nach Hessen ziehen. Ihr Kollege, wenn ihr nachher nach Bad Wildungen hochfahren solltet, ne, bitte leise. Ich höre nämlich immer die Motorräder, die ja Krach machen. Vor allem solche Enduros, die machen immer Party. Wirst ja sehen. Lass dir schmecken, Mahlzeit. Und danke fürs Follow nochmal. Oh, da ist es. Ich habe mich schon gewundert, wo es ist. Okay. Wenn ich heute Abend so gegen 5 oder so drei Krachmacher und was hat der BMW auch so ein Mischmasch, ne? Wie nennt man das? Mischung aus Straße und Cross. Den Berg hochfahren sehe, dann hole ich mein Gewehr raus. Nein, alles gut. Man gewöhnt sich an alles. Ja, aber Hawk, hier, jetzt mal ehrlich. Ist doch da, ja, ne? Hier im Rinderland rennt er auch immer. Ach, scheiß Fuchs. Wildschweine rum. Aber ich glaube, das ist immer, sobald die Mission offen hast, findest du die Tiere schlechter. Vielleicht sollte ich einfach eine Dammhirsch-Mission aufmachen. Und dann laufen wieder Wildschweine um mich rum. Und dann können wir uns die pflücken. Also wäre ja eigentlich mal ein Versuch wert, ne? Einfach mal auf eine andere Mission schalten und dann gucken, ob ob Wildschweine kommen. Ich hatte gestern übrigens Langeweile, während ich Bauchschmerzen hatte und auf dem Sofa lag und die Niederlage vom großen BVB mit angesehen habe und habe für mich als, also nicht privat, sondern hier als, ne, hier Facebook-Stream, ach, YouTube und Twitch-Menschen als Müser, habe ich mir ein Facebook-Profil angelegt. Es ist verlinkt, ihr dürft gerne draufgehen und mir dort folgen. Bisschen Werbung in eigener Sache. Soll da vorne nicht kacke, bin mal gespannt, wie alt die ist. Entschuldigung.
ein Häufchen. Ein Wiesenthäufchen. Frisch. Wir sind im Laubwald. Nein, wir gehen ja weiter in den Nadelwald. Im Nadelwald ist doch, kann man doch besser gucken. Und vielleicht kriege ich hier gleich meine rote Wildschweine vor der Brust. Halt keine Wiesente mehr, sondern irgendwas anderes jetzt. Alles, was wir sehen, wird jetzt hier aufs Korn genommen. Ja, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vielleicht sollte man nochmal zu den Maisfeldern tapern. Und öffne vorher eine Hirschmission. In der Hoffnung, dass dann wieder mehr Wildschweine kommen, weniger Hirsche. Also ich habe jetzt irgendwo mal ein Video geguckt, da haben sie gesagt, sie hätten irgendwo gelesen, dass auf der Ami-Map augenscheinlich, also hier so, ne, gefühlt mehr Tiere rumrennen als hier. Aber naja. Weil es ist so schön offene Nadelwald und man sieht einfach nichts. Man sieht einfach nichts. Finde ich nicht gut. Der Fernseher kann ich ausmachen. Formel 1 ist rum. Dass ich noch nicht gewechselt habe. Bin ich, den muss ich mir merken, ist hier diese Region. Ja, am Fluss. Wie der Hawk immer predigt, ne? Am Fluss sind sie.
Also irgendwo an der Grenze zwischen Laub- und Nadelwald. Wie viele es sind, konnte ich natürlich nicht raushören. Aber es ist mindestens eins. Und ich werde auch ganz kackendreist das Wildschwein mit der 338 murksen. Dass es auch direkt einsammeln kann. Aber ich schau mal. Oh, da kommt es. Da ist die Sau. Ist das der Keiler? So, da liegt's. Wir haben es doch mit der 270er gemacht. Habe ich den ersten Schuss überhaupt getroffen? Ach, hätte ich gar nicht mehr keinen zweiten Schuss drauf machen müssen. Ethikbonus mit der 270er ist nicht. Echt nicht? Gerade eben. So, ich hoffe, dass sie zurückkommen. Ich markiere mal ganz kurz die Region hier, wo damit ich die Futterplätze gleich holen kann. Warning Call haben wir schon bekommen. Jetzt fehlen nur die Schweine. Sagen, komm, wir gehen mal Richtung Fluss, aber vorher eben schnell wissen, wie viel es waren. Oh, 6 Stück. Und 6 Stück ist schon mal an Bord, ne? Da kann man mit ein bisschen Glück noch 2 Stück rausholen. Oh, da hinten sind sie.
Na kommt, wo seid ihr denn? Zwei Stück von euch will ich nur haben. Auch ist ein Ruhrgebiet. Irgendwann müssen noch kommen, die Säue. Herzlichen Dank dafür. Muss nur noch warten, bis es eingeblendet wird, damit ich weiß, wer es war. Hm. 700 MS. Danke, danke, danke. Da müssen wir ein bisschen leiser latschen. Oh, da kam es gerade. Habt ihr das gesehen? Und ich hatte natürlich... Hätte das Fernrohr schon abgehabt, dann hätte ich ihn schießen können. Ach, Kacke. Schade, schade, schade. Das scheint verbuggt zu sein. Leider. Ja, Horg, ich hätte gerade eine Rute Wildschweine. Eine Rotte, Entschuldigung. Ich habe mich schon drüber auf... Was heißt drüber aufgeregt? Ich habe das schon komisch gefunden, dass die Leute hier im Spiel das Rudel und nicht Rotte nennen. So, hier oben ist verbuggt. Der steht da rum. Hätte mir den zweiten Schuss auch sparen können. Ich habe auch nur einen getroffen. Den ersten. Ja, guck. Ohne Dings habe ich ihn geschossen. Ohne Fernrohr. Also einen zweiten hat er wahrscheinlich gar nicht gezählt, weil er da schon umgefallen ist. Oder umgefallen war. Also warten wir noch auf die nächste Sau und dann haben wir eine Mission geschafft. Ja, eine Rotte von 6 Tieren. Oder 7 Tieren und 2 habe ich jetzt schon herausgepflückt. Thank you.
Mensch, Maltkohl, bist du schneller am Essen? Hast du lecker gefrühstückt oder was? Was hast du denn kultiviert, Hawk? Den Rasen oder? Oder wen oder was? Komm, eine Sau noch. Da spawnt wieder so ein Eichhörnchen direkt vor mir. Die machen immer, obwohl, die machen ja nicht mehr so Krach wie am Anfang. Brötchen Rührei. Ja, ich hätte Pancakes. Ach, du hast dich selber kultiviert. Jetzt kannst du wieder unter Leute gehen, oder was? Hawk. Ja, und Maiko hatte Brötchen Rührei. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Ich hatte Pancakes mit Nutella, Marmelade und Honig und dazu noch ein schönes wachsiges Ei. So, und das, obwohl ich Magen und Darm habe. Aber das ist mein Wochenendfrühstück, deswegen gab's das. Mehr oder weniger kannst du unter die Leute gehen. Hat die Dusche nichts gebracht oder was? Oh, er hatte nur Marmorkuchen. Geht doch auch. Lecker Käffchen dabei. Lecker Kaffee dabei, da geht auch Marmorkuchen zum Frühstück sonntags. Ja, ich glaube, die Wildschweine sind gerade ein bisschen beleidigt. Weil ich denen die Männchen geklaut habe, sind die Bachen voll pissig. Weißt du, müssen sie wieder neu auf Partnerbörse. Auf geiler Keiler 24 müssen jetzt gehen, sich neuen suchen. Ja, das mit dem Rasieren und keinen Bock, das kenne ich. Und schon wisst ihr, warum ich keine Facecam habe. Haha. Nee, so schlimm ist es nicht immer, aber. Manchmal sehe ich doch aus wie ein Bär ohne Eier. So, Hawk. Wo sind die anderen Wildschweine? Kaum bist du wieder da, sind die Wildschweine wieder weg. Das ist echt kurios mit dir. Ich glaube, du schietest mich. Oder de-schietest mich, oder was ich. Nein, Quatsch. Wir gehen mal wieder zurück zur Haya-Bubu-Stelle von denen und dann fangen wir wieder neu an. Da sind dann wieder nächste Spuren. Aha. Ein Warning Call von einem Wildschwein. Nee, ich bin kein Jäger. Wirklichkeit. So, ist mir das Problem, dass uns die Viecher genau im Wind stehen, ne? Aber ich habe, glaube ich, auch den Fortschritt aktiviert, dass ich im Laub nicht mehr so viel Krach mache. Die Fertigkeit, nee, Fortschritt, Vorteil. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ach, Lauerjäger wahrscheinlich, ja? Okay, wo war
war das denn? Ist auch egal, jetzt sagen wir erstmal das letzte Wildschwein. Wien ist kein gutes Jagdgebiet. Für Vierbeinige, ne, muss ich auf den Zweibeinigen verlassen, ne? Ach, Schürzenjäger. Ja, darfst fragen, was ich mache. Ich fahre. Im Moment bin ich noch Kraftfahrer Schrägstrich. So, rum, Entschuldigung. Lagerist bei einem Baustoffgroßhandel. Wobei ich aber da meine Frau und ich. Freundin ist es ja noch und ich mit dem Gedanken spielen umzuziehen in die Nähe ihrer Eltern. Muss ich mir jetzt über kurz oder lang noch was Neues suchen und ich bin auch schon. Ich habe eigentlich auch schon fast was, deswegen ist das. Bin ich da ganz entspannt. Ah, der Schuss war ja kacke. Ah, nee, das ist kacke. Ach, der Schuss war ja kacke. Ach, was war der kacke, der Schuss. So, welche ist jetzt die richtige Spur? Ach, der Schuss war ja wirklich scheiße. Ja, dem habe ich wirklich den Scheitel gezogen, da hast du recht. Richtung Bad Hersfeld. Also. Ich werde quasi in Anführungszeichen genötigt, von einem Sauerländer zum Osthessen zu werden. Aber Sauerländer kriegt man aus mir eh nicht mehr raus, deswegen ist das. Musste damit wohl klarkommen. Das weiß er aber auch. Ja. Ja, schönen Scheitel habe ich den gezogen, aber zum beschissenen Scheitel habe ich den gezogen. Ach, da hinten Kräuter wieder. Ah, schön in den Nadelwald rein. Ach, sehr schön. It's pretty, baby. Da haben wir ja auch mit Glück ein bisschen mehr Sicht. Oh, da hinten liegt er. Ja, ich habe die Mission geschafft. Juhu. Ja, aber das heißt aber nicht, dass die anderen Wildschweine nicht jagen wollen, ne? Kommst du aus Bielefeld oder nicht? Muskel, guck mal, ach, so schön am Scheitel vorbei, Hork. Kacke. Naja. Jetzt müssen wir oben eine Kuppe suchen. Ja. Da müssen wir uns doch den Keiler besorgen. Ach, scheiße, hast recht, da habe ich wirklich drauf geachtet, was der wiegt.
Recht herzlichen Dank dafür. Ich muss aber erstmal sehen, wer mich jetzt noch. 89 Kilo. Das war ja fast noch ein Dings. Tomo Erte, ich danke dir recht herzlich. 78 bis 132. Das war ja fast ein Frischling grad. Komm zurück, ich habe keinen Bock, dir auch einen Scheitel zu ziehen. Ey, die Wildschweine sind so kacken dreist, ne? Nimm mal den mal. Ach, du blöde Sau. Das ist doch Keiler, oder nicht? Der dicke Arsch hier hinten gehört doch einem Keiler. Ja. Jetzt haben sie mich gerochen. Scheiße, ey. Geh ich länger an. Oh, das hat aber auch was. So, vom Hörensagen sagt's mir was. Aber ich kann mich darauf vertun. Ja, Hawk, ich glaube, wir müssen uns hier an die Keile halten, ne? Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Hier aber eigentlich, der wilde Vogel ja nur eine Tonne Wildschweinfleisch von mir haben, ne? Ist es dann nicht scheißegal, ob die über 100 Kilo wiegen oder nicht. Aber ja, die Mission geht ja so, ich weiß. Ja, das stimmt. Die war beleidigt, weil ich ihre Frisur durcheinander gebracht habe. Ne, wir gehen auf den Keiler, ne? Ja, das glaube ich dir. Bin ich jetzt. Wo sind die denn hin? Ja, wenn dich jeder kennt und du mit deinem lauten Hobel da vorbeischepperst, ist klar, dass sich jeder anmeckert. Sind die Wildschweine echt umgedreht, Hawk? Das heißt, sind da quasi noch mal an mir vorbeigelaufen. Richtig? So, die Spur geht nach hier. Das sind Wisente. Ich bin gerade wieder völlig verwirrt bei den Spuren hier von den Viechern. Ach, die davor war auch zu leicht, oder was? Die waren beide zu leicht. Ich muss immer noch zwei.
Mann, Mann, Mann. So ein Scheißdreck. Ah, sind sie wahrscheinlich doch wieder zurück in Laubwald. Ja, die Wiese, da wollte ich jetzt nicht haben. Wo sind die Säue hin? Alle Suge. Wurden sie zurück zu ihrem Schlafplatz geeilt. Sind echt zurückgegangen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich da hingesetzt und gewartet, ne? Ich hätte schon mal Flachmann rausgeholt. Einen Schluck Hochsitz-Cola getrunken, wer sie kennt. Oder das Wort kennt, Hochsitz-Cola. Und dann wäre gut gewesen. Ja, vielleicht sind das ja auch alte Spuren. Müssen wir mal warten, bis wir einen Haufen finden. Ach du blöde Sau, ich... Ja, nee. Der Vorteil ist ja, jetzt haben wir sie nicht mehr im Wind. Oben liegt ein Kackhaufen. Gerade eben. Aha. Da kommt doch ein Warning Call. Borg, was meinst du? Direkt mit der 338 pflücken das Ding oder? Oder mit der 270er? Die Windschale sind auch so kompakt gebaut, da weiß ich nie, wo ich hinziehen soll. So Format Europalette haben die ja, ne? Eben, haben wir auch gedacht, Ethik ist shit egal, Hauptsache viel liegt, ne?
So, er scheint ja näher zu kommen. Oh, so eine braun. Puh, sah auf jeden Fall braun aus, aber jetzt wo es liegt, sieht es nicht mehr so aus. Eigentlich eine schöne Sau, ne? 92,4 Kilo. Was sind die, was laufen hier für kleine Keiler rum? Oh, ich hab mit der 270, doch mit der 270er geschossen. Naja, aber Headshot. Ja, wo du Damm hier, Schrot hier, Wildschwein und Dings erlegen musstest, ne? Und Reh oder was es war, die Mission. Ja, die habe ich auf Ethik gemacht. Oh, da hinten läuft eine Sau. Warte, wir gucken erst, wie schwer die ist. Aber ist eh egal. Drauf schießen werden wir trotzdem. Ah, das ist eine Bache. Keiler ist da auch noch bei. Ich muss ja nicht wahr, jetzt habe ich schon insgesamt 11 oder 12 Wildschweine geschossen und bin immer noch bei 8. Ups. Nur weil sie heute ein bisschen. Das stand doch gerade Keiler, oder nicht? Stimmt, und wie sind kein Reh, sondern wie sind ja, ist recht. Ja, die Säue scheinen einen echt gerne zu verarschen hier, ne? Ich werde jetzt auch nicht mehr gucken, was sie für ein Gewicht haben. Ich werde jetzt einfach draufrotzen. So nach dem Motto. Erst schießen, dann fragen. Der habe ich die Scheitel gezogen hier. Oh. Ja, Bronze noch, ne? Trotz der 338. Aber die war auch ein bisschen zu klein. Aber wenigstens hat die bei wenigstens anderen 100 Kilo gewogen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt den letzten habe, ist die Rotte auch durch. Dann habe ich die Rotte auch im wahrsten Sinne des Wortes ausgerottet.
Ich sag's doch, die Frauen sind neugieriger. Die kommen eher angetrabt als die Keiler. Ja, sag ich doch, den Fuchs auf 200 Meter ist ein ganz schönes Dings, zumal die. Der Entfernungsmesser ja immer nur Mucks anzeigt. Ja, eben. Der Entfernungsmesser zeigt immer Scheiße an. Upsi. Wie gesagt, vorgestern war ich ja auf 200, über 210 Meter laut Entfernungsmesser und als ich den Fuchs dann eingesammelt habe, war ich bei 180. Ja, und Rehe sind sowieso generell neugierig. Also da sind die Rücken ja die. Wenn da gerade am richtigen Ort stehst, da kannst du ja. Aha. Er hat uns gerade deutlich gemacht, dass wir uns verpissen sollten. Jetzt überleg mal, du hättest 200 Meter gehabt und hättest eine falsche Waffe gehabt. Du hättest dich in den Arsch gebissen, glaube ich, oder? Na, jetzt sneak mal ein bisschen hier durch. Und dann, sobald wir ihn sehen, ohne Fragen, direkt drauf. Wer kacken kann, aber den Großen. Komm Schweinchen, wo bist du denn? Ah, verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Kacke. Mist, 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 Mist. Deswegen jage ich lieber im Nadelwald. Deswegen jage ich lieber im Nadelwald. Ja, die Hesche ist doch ganz schön Jagddruck, da ich ja die ganze Rotte weggemacht habe. Naja.
Soll schon laufen irgendwann, ne? Wäre halt schöner, wenn wir den noch kriegen würden. Jetzt bin ich verwirrt. Es sind von dieser einen Sau so viele Spuren hier. Müsste ich eigentlich warten, bis er kommt. Vielleicht kommt uns ja gleich besuchen, der kleine Scheißer. Wäre ja nicht verkehrt, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Schwein höre oder der Regen. Tja, da ist gerade das Problemchen. Muss noch ein paar Mal callen hier, dann klappt das wahrscheinlich. Er will mich verarschen. Ich sage, die Sau war so oft, ist so oft hierher gerannt. Das wahrscheinlich selber nicht mehr weiß, wo sie war. Aha. So, wir nehmen jetzt mal die Spur hier an. Das ist auch die falsche Spur. Oh, ich kriege ein Kind hier echt. Aha, in der Richtung ist er also. Wird aber wieder genau im Wind stehen. Ja, schlimm, oder? Du weißt ja echt nicht mehr, wo du bist. Gut, dass ich die Fertigkeit mit den Spuren da, mit der Linie dazwischen freigeschaltet habe. Oh, ich sehe da schon das wäre, es ist aber nur Fels. Da hinten sind doch seine Spuren.
Aber ist schon scheiße, ne? Alle Wildschweine, die ich bis jetzt geschossen hatte, waren über 100 Kilo. Jetzt habe ich hier 4 Stück geschossen. Oder 5. Und keins davon war über 100 Kilo. Ja, Wiesen will ich jetzt eigentlich im Moment nicht. Ja, mal schauen, vielleicht gehen wir nachher zu den Maisfeldern über. Oder was ist nachher beim nächsten Mal? Aber dieses Schwein hätte ich schon noch gerne, bin ich ganz ehrlich. Du siehst Spuren in die Richtung, da oben sind die Spuren in diese Richtung. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll hier. Das ist bestimmt Spider-Pick. Was für ein Aufzuchtsgebiet. Aufzuchtsgebiet. Oh Mann. Jetzt sagt er nichts mehr. Ja, Fuchs, dich will ich nicht. Schon gar nicht im Nadelwald. Im Laubwald. Ja, sieht so aus, ne? Ihr Teenager-Lounge hier. Ey, guck mal, das ist alles diese. Das sind alles Spuren von diesem einen scheiß Keiler hier, ne? Ich bin echt verwirrt. Aha, hier ist eine Fressstelle. Das wird zwar kein Keiler gewesen sein. Oh, es waren doch Sauen. Hier scheint irgendwo noch eine zweite Rotte rumzulatschen. Ah ne, war Miesente. Schade eigentlich. Oh, 15 Stück. Gar nicht mal so übel, ne? Aber deswegen will ich trotzdem das Ding haben. Das Wildschwein. Da hätte man die ganze Rotte gekriegt. Guck mal, hier ist alles von diesem einen Schwein. Die ganzen Spuren hier, ne? Wie soll ich das denn verfolgen? Aha. Ich danke dir recht herzlich, Wildschwein, dass du dich genau in dem Moment meldest, wenn man es braucht. Ach, guck, ja. Rentenhase. Ja, Steaks sind das satt, das stimmt. Aber erstmal müssen wir was haben. Ey, willst du mich verarschen, Wildschwein, oder seid ihr mehrere?
Das fühlt mich voll an der Nase rum, das Teil. Aber jetzt steht es wenigstens nicht mehr im Wind. Nur Platz finden, wo ich auch sehe. Falls es kommen sollte. Ja, hier im Dickicht. Ja, das stimmt. Wie sind Herde mit 15 Stück? Da kannst du schon mal ein bisschen Barbecue vormachen. Aber das ist scheiße, je langsamer ich gehe, desto weiter weg ist das Schwein doch, oder? Die anderen waren doof, die sind alle gekommen, aber das hier, das... Das hat keinen Bock, sich ankommen zu lassen. Oh, doch, hat's wohl. So, Kollege. Du hast mich lange genug verarscht hier. Oh. So, jetzt gucken wir auf die Map, wo ich als hergegangen bin, wegen dieser einen Sau. Guck mal hier. Ah, wie geil. Jawohl, über 100 Kilo. Oh. Muskel, Lungenflügel links. Vorderlauf. Oberschenkel, Knochen. Mir ist mir scheißegal, Hauptsache ich hab das Ding getroffen. Oh, herrlich. Eine Sau brauchen wir noch. Eine Sau brauchen wir noch. Knapp 12 Tonnen Fleisch, ja, da lohnt sich das Barbecue. Das stimmt. Müllerwalder Stroh. 5 Minuten probieren wir es noch, wenn ich da keine Sau sehe, dann mache ich aus. Weil mein Magen macht dann wieder Rabatz. Ich hoffe, das ist verständlich. Wildschwein geradeaus. 1993, ja, nachts, das ist klar. Jetzt war wieder mittags, ne? Ah, Wildschwein und mittags ist auch mal so eine Sache. Naja, gehen wir jetzt im Müllerwald spazieren. Dann schauen wir mal. Der Magen schon seit 3 Tagen beleidigt. Deswegen. Aber wir gucken jetzt noch, ob wir eine Sau noch. Guck mal, wie viele Säue ich da. Ich habe da 6 Säue weggepflückt. Ey, nur eine oder zwei. Ne, 2 davon waren Ü100. Welchen alten Müller von der Mission hier oder was?
Ach so, den alten Müller. Ja, die machen wir, die wollte ich hier nachmachen, nach dem Schwein, dass er da nicht auf eine besondere. Auf eine spezielle Dingsart gehen, sag mal schnell. Spezielle Tierart, sondern einfach das, wann es über Weg läuft, und wir machen dann schön die Fotos. Aber ich wollte erst die Wildschweine zu Ende machen. Oder fangen nächstes Mal mit dem alten Müller an und machen die Wildschweine, wenn wir mal eins sehen, nebenbei. Dann darf ich nur nicht vergessen, dass ich mit der 338er drauf rotze. Sonst, wird das wieder nix. Wie, jetzt ist die Mission auch verbuggt, oder was? Aber wenn du 5 Bilder von dem Ding gemacht hast und die nicht gezählt haben, scheint die Mission verbuggt zu sein. Leider. Wenn hier Fressgebiet ist, muss in der Nähe auch irgendwo ein Schlafgebiet von den Wildschweinen sein, richtig? Das ist das, was ich gerade unten beim. Hier unten beim Schönfelder Stroh auch hatte. Nicht ein Call, nicht eine Spur, nichts. Ja, wie gesagt, wenn ich die Mission mache, schaue ich mir das mal an, hier die Aufgaben, und dann gucken wir mal. Ach, wie ich das hasse, wenn ich kein Tier finde. Gehen wir dahin, haben wir mehr Felder vor uns. Ja, da kann ich dir im Moment nichts zu sagen, weil ich habe die ja noch nicht gemacht. Wenn ich sie gemacht habe, sage ich dir Bescheid, wenn ich weiß, was Phase war. Aber bis dahin hast du sie wahrscheinlich auch schon fertig. Was mich ein bisschen anpisst, hier unten hast du ja sonst immer Rehe wie Sau. Nix, selbst ein Rehcall nicht. Oh, ich hab mich gestreckt, Entschuldigung. Ja, aber das kann wirklich der Fehler sein. Sonst könntest du ja sagen, hier, ich habe einen Baum fotografiert, das ist er. Und dann ist die Tante, die beleidigt, weil es der falsche Baum ist. Aber ich habe von der eh noch 2 Missionen. Ach ja. Ja, ist ja gut. Ich habe von der Tante eh noch 2 Missionen offen. Ich glaube, den Damm hier in Gold muss ich noch machen.
Jäger. Ach, ein Dammhirsch mit hoher Trophäenwertung muss ich schießen. Muss ich das... Muss ich den Hirsch vorher abknallen oder muss ich ihn vorher nicht abknallen? Den Dammhirsch mit der hohen Trophäenwertung. Wahrscheinlich nicht, hä? Also quasi lebendes Foto. Foto von lebenden Dammhirsch, meine ich. Achso, fehlt ja auch noch. Gut. Nur Foto, ne? Okay. Ja, ich hatte vorhin einen Damm hier, von dem habe ich Fotos gemacht. Ist die Region eigentlich egal? Ja, das ist ja das Problem mit weglaufenden Hirschen, ne? Ach, ist ein Rothirsch. Der scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Ja, das ist das Problem bei den Dingern, ne? Dass du ihn da rangecallt kriegst. Entschuldigung, aber den Rothirsch muss ich gerade nehmen. Ja, er sieht auch so aus. Ne? Vom Gewicht her war das ein ordentlicher Brocken. Mal, wir holen mal schnell hier das Fragezeichen. Den Point of Interest holen wir mal schnell. Und dann holen wir den Hirsch. Da liegt er da rum. Na, eigentlich wollen wir ein Wildschwein haben, aber... Ein Gold-Rothirsch ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Zu der wahrscheinlich noch gut, zumal der ja noch gut XP gibt, wahrscheinlich. Und ich brauche ja irgendwann XP für... Damit ich endlich mal meine... Rothirsch-Crawler holen kann. Na, wo liegt er denn? Ach, da. Oh, ich dachte schon, ich hätte... Ich hätte nicht getroffen. Oh. Der sieht schön aus. So. Das ist ein goldener, yo. Muskel, Hals, Wirbel, oben Schädel. Oh, schon wieder nicht ins Gehirn. Er war ein bisschen tief, ne? Fürs Gehirn, aber Hauptsache er liegt.
Trophäenwert geweicht, dann Fellart normal. So, dem haben wir auf jeden Fall im Sack. Den kleinen Scheißer. Ich weiß gar nicht, ob an Rehböcke Gold sind. Aber gut, dass ich dachte, dass es ein Reh wäre, dass ich als meine Rehpfeife rausgeholt habe, ne? Oh, wir machen uns mal klein, wir stehen nämlich genau im Wind. Majestätisch hatte ich glaube ich noch gar keinen. Aber der stand gerade so schön, den muss ich direkt nehmen. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich ins Heck gebissen. Wenn der weg gewesen wäre. Aber wir müssen nur hoffen, dass der Rehbock kommt. Obwohl wir im Wind stehen, ich habe auch keinen Geruchsneutralisierer. Und irgendwie weiß auch keiner, wie lange der hält, der Geruchsneutralisierer, weil er immer ach so, hat es die Verfolgung, Verwertung in Folge noch nicht raus, ne? Na komm. Ist nervös und jetzt ist er wachsam. Oh nein. Ach, scheiße. Da wollte ich es wieder einfach machen, auf den Kopf schießen. Aber so einfach ist Kopfschießen auch nicht immer. Leider. Kopfschüsse sind auch nicht immer das Ideale. Der ist auch noch nicht umgefallen. Der Sack. Fleischwunde, er hat wahrscheinlich nur einen Scheitel gezogen. Und der zweite Schuss war, glaube ich, nichts. Oder? 75 bis 100. Ja, der muss ein bisschen callen, dann sieht das nichts. In der Hoffnung, dass er zurückkommt. Ach, scheiße. Ja, ich weiß, dass das kein Zombie-Spiel ist, aber wenn die immer in Front zu mir stehen. Da treffe ich irgendwie auch mal Scheiße in die Brust. Deswegen sage ich ja, ich wollte die einfache Version machen. Die aber auch nichts geworden ist. Leider. Oh.
Kann es sein, dass er umgedreht ist? Ach, da oben liegt er. Oh, ich dachte schon, wir müssten den wieder 30 Jahre suchen. Ja, der war auch wirklich schlecht, der Schuss. Ich glaube, den zweiten haben wir gar nicht setzen können. Oh, aber schöner. Schöner Bock. Muskelschädel, Kiefer, 99. Ihr Effizienz ist 0. Ach, mach grad Scheiß. Wäre auch ein Goldener geworden. Ach, leck mich doch an die Füße. Jo, 338er fliegt. Das stückel ich den doch. Aber eigentlich hab ich ja gehofft, dass hier unten Wildschweine rumrennen, ne? So an sich. So, dann gehen wir mal den Weg entlang und dann 5 Minütchen noch, wenn wir keinen Call kriegen oder kein Wildschwein sehen. Und dann war es das für diesen Stream. So. So, jetzt gehen wir auch wieder davon ab. Ja, ich weiß, aber ich kann doch nicht jedes Mal Geld bezahlen, um mit der Zeit voranzureisen. Und der Abend kommt von ganz allein. Ich sehe gerade, dass der Name meines Streams einen Fehler enthält. Ich habe geschrieben, ein Sonntagmorgen allein im Wald. Da ist, glaube ich, ein im zu viel. Asche auf mein Haupt. Ich schäme mich ja schon. Wildschwein, 0 bis 7.30 Uhr. Ah, da müssen wir vielleicht nochmal nachts rangehen. Aber nachts Wildschweine, siehst du, das ist ja schon scheiße. Entschuldigung für die Wortwahl, aber ist ja so. Und in den Bedürfnisgebieten sind sie auch nicht jeden Tag, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich ja. Ich bin ja schon seit. Ich bin ja richtig früh aufgestanden heute, ne? Bin ja schon Ewigkeiten unterwegs. Hast ja gesehen, wie lange ich die Wildschweinrotte verfolgt habe, bis ich den letzten Keiler hatte. Der endlich über 100 Kilo hatte. Ja, sowas Blödes, ey. 4 Viecher geschossen und nur 2 hatten über 2 Zentner. Nein, 5 Viecher habe ich geschossen. Ja, nee, das Wetter ist auch nicht schön. Das Wetter ist auch nicht schön.
Also Wildschweine sind uns scheinbar eher in dieser Region hier, ne? Oder wahrscheinlich hier wieder lang, ich weiß es nicht. Was ist das? Reh, ne? Naja, wie dem auch sei. Ja, der Nieselregen geht, auch wenn es richtig Platzregen ist und stürmisch dabei, verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr. Da hast du recht. Naja, wie dem auch sei. Oh, es donnert. Müssen wir ein bisschen hinlegen, mal ein Teechen trinken, damit mein Magen sich beruhigt. Ich danke fürs Zusehen. Verweise gerne nochmal auf YouTube, Twitter und Facebook. Links sind unten. Weil ich habe nämlich gestern mal mir die Mühe gemacht. Auch für Schnelle. Die Mühe ist relativ, aber ein Facebook-Profil-Account zu machen. Und da Müller ja keinen Nachnamen hat, heißt das Profil Müsa mit Ü und der Nachname ist Müsa mit UE, wie hier auch. Ne? Habe ich mir ganz einfach gemacht. Wie gesagt, schau gerne mal vorbei. Lade ich auch dann oder verlinke dann auch die Videos zu YouTube. Lieber Twitter auch. Und ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und Hawk, ich hoffe, du bist dabei und wir finden dann die letzte Sau. Was hältst du von dem Plan? Jo, schönen Dank. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem letzten Wildschwein. Ich danke wie immer fürs Zusehen, ne? Gucken vielleicht heute Nachmittag nochmal. Verspreche aber nichts. Ich sage erstmal bis dann und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.